herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir machen heute Cardio. Achtung, es wird auch gesprungen. Wenn du nicht springen möchtest, ist das aber überhaupt kein Problem. Du kannst das Ganze auch im Low Impact machen. Das bedeutet, ein Fuß bleibt immer am Boden. Okay? Ich zeige dir immer mal dann, wenn es soweit ist, die Variante. Mach dir so ein bisschen Platz, eine Armlänge nach rechts und links reicht völlig aus. Hol dir ein Getränk und dann wünsche ich dir viel Spaß. So, wir marschieren. Das ist der Low Impact, der es sich zutraut, der läuft. So, öffne die Füße nach außen. Wer den Low Impact macht, macht genau so weiter, der sich zutraut zu springen. Schau mal. Und nochmal. Wir machen jetzt doppelt Mühe. Achtung, zweimal. Und gleich nochmal. Oh, rechtes Bein, links. Hier noch. Drei noch. Wir marschieren wieder. Erstmal locker machen. Öffne wieder die Grätsche. Erinnere dich, wir hatten das schon. So. Stell die Füße fest am Boden auf und die Hände gehen. Tief hoch. Leicht die Knie beugen. Lang, lang. Wer möchte, hebt die Ferse nach oben. Hoch. Stell dich auf die Zehenspitzen. Wenn du es dir zutraust, kannst du auch einen kleinen Sprung machen. Los geht's. Achtung. Tief. Der letzte und marsch. Schließen. Das rechte Bein noch kickt nach vorne. Dann schon mehr Gleichgewicht. Thank you.
Löwe. Locker Marsch. Natürlich kommt das linke Bein jetzt auch dran. So, kick mit Song. Mit dem nach außen hochziehen ein und lösen wieder. Bitte nochmal. Und ziehen.
ganz trocken, ganz locker, wie das Ganze überzeugt. Achtung, mit der Fußspitze, schau mal. Ja. So, letzten vier noch, drei noch, zwei noch. Und löse. Schwing die Arme nochmal. Lock wieder hinten. Aus und einatmen. So, noch genau so weiter. Und nochmal Schwung. 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 Die letzten vier. 3, 2 und löse. So. So, ihr Lieben, das reicht, das war's für heute. Das Ganze kannst du als schönes Ausdauertraining machen. Kannst das Ganze jetzt gern von vorne nochmal starten. Oder du nimmst das für das nächste Video, was morgen kommt, als Warm-up. Ja, also du kannst dich mit dieser kurzen Einheit schön aufwärmen und auch das Training für morgen dann vorbereiten. Also pack dir das dann schon mal parat, wenn es morgen soweit ist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wenn du noch ein bisschen weiter trainieren möchtest und nicht bis morgen warten möchtest, verlinke ich dir hier ein Video. Und ich würde mich natürlich über ein Abo und einen Daumen nach oben von dir sehr freuen. Mach's gut, bis dahin.